Ich möchte jetzt diesen Wolf zeichnen. So, als erstes frage ich mich natürlich wieder, wie die Außenlinien sind. Und überlege mir natürlich, wo ich anfange. Prägnant ist natürlich die Nase und auch sehr gut als grundsätzliches Maß. Ich kann hier dann schauen, wie die Diagonale läuft, also die Schräge, ungefähr so. Und würde diese Schräge dann ungefähr genau so auf mein Blatt setzen. So, dann fange ich mal an und setze hier einfach mal so eine schräge Linie rein. Schaut mal, so. Mehr ist das nicht, wenn ich mir die Diagonale anschaue. Ja, und dann kann ich der Außenlinie weiter folgen. Ja, hier gibt es einen kleinen Huckel, den muss ich nicht machen. So, ja, und dann schaut mal, die Außenlinie ist eigentlich nur so eine Kurve und dann geht es wieder hoch in die Schnauzenlinie. So, das kann ich jetzt erstmal hier ungefähr festlegen. Ja, das ist eigentlich so eine Grundform, die mir ein ganz schönes Maß gibt. Ja, da kann ich noch mal ein bisschen messen. Ja, die Länge zur Breite muss ich aber nicht. Ich kann das auch so länger oder breiter machen. Mach es, wie du es möchtest. Ja, die Schnauze kann ja auch ein bisschen anders sein. So, wenn ich jetzt dieses Maß habe, dann kann ich schauen, wo ich ungefähr hier oben hinkomme, nämlich zu dem Ohr. So, dann bin ich hier bei dem Ohr und dann kann ich mir ein kleines Pünktchen machen. Ja, dann weiß ich nämlich hier, wo ich hier circa los muss, wenn ich nämlich hier das Ohr zeichne. So, von dieser Linie ausgehend, ja, ist es natürlich naheliegend, wenn ich hier sozusagen in das Auge wandere. Da kann ich hier schon mal sowas wie so eine kleine Mandelform hier hinzeichnen. Das ist ja wie so eine Mandelform. Ja, so direkt hier an der Nase dran, also in der Nähe. Und dann kann ich schon mal ein bisschen so einen Vorschlag für eine Außenlinie machen. Schaut mal, es geht eigentlich fast relativ, ja, in so einem ganz kleinen Bogen, aber einfach nur so geradeaus hoch. So, ja, und dann seht mal, diese Strecke ist gar nicht so kurz. Ich muss es nicht zu genau machen, aber damit du dich ein bisschen orientieren kannst, ja, kann man auch sehen, also wenn man diese Länge hier so hoch zeichnet, dann ist man schon praktisch im Ohr drin. Also habe ich es hier, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Ich mache natürlich schon so ein paar kleine Zacken hier so rein. So, und wenn ich hier so ein bisschen, ja, hereinkomme, dann kann ich schon gleich ins Ohr wandern. Wandere ich so hoch. Ich habe es jetzt ein bisschen spitz gemacht, so. Und dann kann ich auch herunter, dann kann ich schon mal schauen, wo das hier ist. Das ist hier ein bisschen weit, also ich glaube, ja, ich habe so ein bisschen enger gemacht hier unten. Ja, also hier ist ja ein bisschen viel, das sind ja die Haare, die hier noch vom Wolf sind. So, und dann kann ich auch die gucken, wo die Spitze hier von dem Ohr ist. Ja, die ist relativ weit von der Nase entfernt und vom Auge. Ja, und dann kann ich jetzt erstmal schauen, wenn ich hier so gerade rüber gehe, dann könnte ich hier ungefähr, ja, den Beginn des anderen Auges haben, des mittleren Auges. Und dann würde ich hier aber erstmal so eine Kugel reinsetzen. Ja, oder so eine Fasskugel. So. Und dann kann ich hier so um das Auge herum. Ist vielleicht ein bisschen hoch geworden. Kann man ein bisschen runterziehen, so. Ja, diese Linie geht hoch und herum. So. So, und jetzt habe ich natürlich auch eine gute Orientierung für die Spitze von meinem Ohr. Die würde ich hier so festlegen. Ja, und dann würde ich hier so rein. Ungefähr so. Und hier natürlich mit diesen gezackten Linien. Ja, man kann das auch so ein bisschen mehr machen, wenn das so ein bisschen flauschiger werden soll. So ungefähr. Ja, ich bin jetzt zu weit runtergekommen, also hier endet das Ohr eigentlich. Ja, jetzt kann ich hier auch schon ein paar Innenlinien so erstmal anlegen, wo die hin sollen, bis hier oben hin. So, und dann hier diese weißen Grenzen, die Grenze der weißen Felllinien dort. Ja, und entsprechend kann ich natürlich hier reingehen.
So. Ja, schaut mal, das kann hier doch noch ein bisschen mehr rüberkommen. Ja, also ich lege jetzt hier auch so Haaraußenlinien an. Ja, so. Und jetzt seht ihr, hier ist es ja eigentlich nur so ein bisschen gerade und dann eine Kurve. Und so mache ich das ein bisschen gerade und eine Kurve. Ja, mit diesem kleinen Löchlein hier so drin, was ungefähr so läuft. Das kann ich mir später noch mal genauer angucken. Die Schnauze hat auch noch so eine Linie hier. Ja, das wird sowieso alles dunkel schraffiert. Jetzt kommt hier noch so eine Gerade rein. Ja, und jetzt kann ich hier so ganz leicht die Kante von der Zeichnung des Wolfs machen. So. Ja, da kann ich hier so ganz leicht Linien anlegen, ja, die so ein bisschen der Zeichnung folgen, also hell und dunkel. Schon so ein bisschen anlegen, ja, in der Fellverlaufsrichtung, das heißt in der Richtung, in der das Fell, ja, gewachsen zu sein scheint. Hier könnte ich jetzt noch mit Dunkelheit schon mal ein bisschen anlegen. So. So. Ja, aber hier geht es natürlich. Hier ist es komisch, hier geht es hier oben weiter. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde mein Fell einfach so frei hier zeichnen, den Hals. Ja. Und das hier sehe ich, hier kann ich noch hier unten. Schaut mal, das ist so. Ja, mit wenigen Linien kann ich hier relativ schnell so ein Fell erzeugen oder den Eindruck eines Fells erzeugen. So, ja, das würde ich natürlich später dann weitermachen. Hier könnte man auch noch schon eine Dunkelheit reinlegen, ja, wo die hier so längs läuft. Ja, das Auge mache ich dann noch später genauer. Ich glaube, für den ersten Schritt reicht es.